Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Demon Slayer Vihinu Kami Chronicles. Im letzten Part haben wir das sechste Kapitel begonnen zu machen. Wir sind dort unter anderem auf die verschiedenen Säulen getroffen, die uns dort hier ziemlich in die Mangel genommen hatten, weil diese nämlich hier sozusagen unsere Exekutierung erfordert oder haben wollten. Wir sind dann im Laufe der Zeit hier erstmal weiterhin in die Schmetterlingsanwesenheit gekommen, haben dort im Anwesen hier erstmal ein paar Tage verbracht und sind jetzt hier mittendrin, wo wir mit Leuten quatschen müssen. Aber es war wirklich so, dass hier die Säulen uns ziemlich in die Bredouille gebracht hatten und uns unbedingt tot sehen haben wollten. Oder zumindest Nesco, für die wir uns natürlich total eingesetzt haben. Sanemi zum Beispiel hatte sie auch gefoltert, indem er ihr dann eine Klinge sozusagen reingesetzt hatte in ihren Körper, weil er quasi ja testen wollte, ob sie wirklich nichts gegen Menschen hat, beziehungsweise keine Menschen frisst. Aber wie das dann ausgegangen ist, das hat man jetzt hier noch nicht gesehen. Ich denke mal, in den Ereignisfragmenten kann man das im Nachhinein nachschauen. Jetzt werden wir auf jeden Fall hier mit dem Part weitermachen und mal schauen, vielleicht kriegen wir den ja sogar schon neu zu Ende. Ich weiß allerdings noch nicht, wie lange das noch gehen wird. Insgesamt habe ich auch mitbekommen, dauert es nicht mehr so lange, bis wir auch schon hier zum finalen Arc kommen. Denn es gibt insgesamt 8 Kapitel, so wie ich weiß. Und wir sind ja momentan beim 6. Und das 8. Kapitel wird dann der Film-Arc sein. Also von der normalen Story werden wir also bald fertig sein. Jetzt quatschen wir aber erstmal hier weiter mit Inosuke und Zenitsu. Und Inosuke, naja gut, eigentlich sehen beide richtig deprimiert aus. Mal sehen, was die uns so sagen. ああ、炭治郎。起きて早々元気そうだな、お前。二人ともこんなところで何してるんだ?何って、日向ぼっこだよ。特にやることないし。日之助もこんなだし。弱くて、ごめんね。そうか。あ、そうだ。お前さ、親方様って人に会ったんだろ?どうだった?どんな人だった? Die beiden sind so schon deprimiert genug gewesen. Jetzt war der wieder noch deprimierender als zuvor. Ja, moin. Wir waren einfach der Einzige, der halbwegs gelacht hat, wobei. Wenn wir uns so angucken, er guckt ernst wie sonst immer. Inosuke hat halt ordentlich Schaden genommen vom letzten Kampf von dem Dämon, der ihm halt den Kehldeckel sozusagen zerdrückt hatte. Das ist natürlich nicht so pralle, aber man kann schon ein Stück weit verstehen, dass die eben so fühlen. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr schlimme Sache gewesen. Stimmt, springen können wir hier leider nicht. Bevor ich jetzt gleich aber hier mit dem Mädel da vorne quatsche. Yes. Gibt es hier noch ein paar andere Dinge, die wir zuvor noch holen können, müssen. Nennt wie ihr es wollt. Dafür müssen wir aber erstmal hier durch. Denn es gibt noch einen alternativen Weg. Zumindest dachte ich das gerade. Aber wir müssen erstmal gucken. Geht das hier doch nicht? Moment. Ach, wir kommen auch so durch, okay. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wir gehen erstmal so lang, aber der Weg scheint auch zu passen. Nächstes Ereignisfragment. So. Und es ist mittlerweile auch so, dass wir hier die zwei Dämonen, gegen die wir bereits in Kapitel 4, meinte ich, gekämpft haben, dass wir die jetzt auch haben. Da ging es nämlich hier um die Balldämonen und Dämonen und hier dem Dämon mit den Pfeilen, wo wir immer so hin und her geschleudert wurden, beziehungsweise die Richtung auf uns gelenkt hatte. Yahaba und Susamaru war das. Die kann man mittlerweile auch spielen. Da sieht man aber wirklich, wie weit ich hinterherhänge bei diesem Projekt, denn ja, normalerweise hätte man natürlich schon längst, bevor die DLC-Charaktere rauskamen, das Game auch schon durchspielen können.
Aber ihr wisst ja, ich hänge da wirklich ordentlich hinterher. Aber ich habe ja auch mehrfach schon erzählt, woran das liegt. Unter anderem auch deswegen, weil ich immer lange brauche, die Parts dann richtig zu schneiden. Aber schauen wir mal. Dadurch, dass wir jetzt schon relativ weit auch im Story-Fortschritt gewesen sind und auch sind, denke ich mal, werden da nicht mehr so viele Probleme sein. Jetzt quatschen wir aber erstmal mit dem netten Mädel. Guckt auch ein bisschen ernst. お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃ、ありがとうございます。目が覚めたと言っても体が元に戻ったわけではありません。今後のためにももうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。 Ja, es sind schon Unterschiede. Vielleicht liegt es daran, dass ich seit dem Aufwachen rumgelaufen bin, aber ich bin ein bisschen erschöpft. Ich soll mich nicht überanstrengen. Ich gehe besser wieder zur Krankenstation. Ja. Kommen wir da eigentlich so auf direkten Wege wieder hin? Oder muss ich jetzt einen Umweg nehmen? Ja, da kommt mich ja safe nicht weiter. Ne, Momentchen mal, ich mache das jetzt nicht so kompliziert. Ich werde einfach denselben Weg wieder zurückgehen, wie ich auch hergekommen bin. Übrigens ist es auch so, seitdem ich jetzt hier das Game wieder neu gestartet habe. 前の任務では富岡さんにまた助けられたな。いつかお礼を言わないと。 Ja, das solltest du wohl. Jedenfalls habe ich hier bestimmte Stellen ja bereits schon ja sozusagen interagiert oder mit bestimmten Stellen interagiert, die aber bereits schon als Häkchen angezeigt werden. Also ihr wisst, was ich meine hier, diese blauen Ausrufezeichen, die wir alle geholt haben. Als ich das hier neu gestartet habe, war es komischerweise so, dass die wieder angezeigt wurden, aber mit dem Häkchen. Trotzdem wurden sie angezeigt. Also nicht wundern. Wir haben es trotzdem natürlich alles geholt. Shinobu.皆の報告にあるように、鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を。今回のナタグモ山で発揮した。隊士の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えない。 まず育ての目が節穴だ。使える奴か使えない奴かくらいは分かりそうなもんだろうに。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし。愛する者を惨殺され入隊した者、代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に、 それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしてもあの少年は入隊後間もなく12鬼月と遭遇しているとは。聞く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだ。そうだね。しかし、 加減の語が大きく動いたということは、ナタグモ山近辺にムザンはいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると、ムザンは騒ぎを起こして、巧妙に私たちの目をそらすから、なんとも、もどかしいね。しかし、鬼どもは今も、のうのうと人を喰らい、
力をつけ生きながらえている。死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ。今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元、煉獄杏寿郎、胡蝶忍、甘露寺光、時任無一郎、姫島行明、品津川実美、伊黒尾花内、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。Herrscher oder der Meister, der ist schon echt besonders. Und das war auch schon das Kapitel 6, Versammlung der Säulen. Relativ kurzes Kapitel, wenn man das mal vergleichen mag, den davor. Versammlung der Säulen. Da sollte es jetzt auch nicht zu viel gegeben haben. Der Fresser der Dörfer. Ja gut, also in dem Fall ist das nur diese Sondermission, die wir hier fertig machen müssen. Das Schmetterlingsanwesen ist verfügbar. Jo, das kriegen wir hin. Kümmern wir uns jetzt erstmal um diese Sondermission, der Fresser der Dörfer. Es gibt Berichte über einen Dämon, der die Menschen in den Dörfern überfällt. Er soll sehr mächtig sein und nutzt seine lange Zunge als Waffe. Mach dich auf den Weg und töte ihn. Okay, das machen wir. Ui. Spielen wir zur Abwechslung mal mit Gyo, Tomioka. Und nehmen dazu... Ja, Tanjiro passt schon. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Kapitel jetzt gewesen. Ich meine, wenn ihr das mal vergleicht mit den Parts davor, da habe ich das teilweise in mehrere Parts aufgeschnitten. Oder zusammengeschnitten. Einfach nur damit das eben hier auch besser zum Schauen ist. Aber hier ist das sehr, sehr kurz. Mal gucken, wie gut wir den jetzt hier besiegen können. Hey. Recht. Der Vorteil an Gyo ist natürlich, dass der direkt Kombos hintereinander starten kann, die dann auch echt böse Schaden anrichten. Hey. Pech. Na kommt. Ey, dass er es immer beim zweiten Angriff macht, das ist ja wirklich frech. Hm? Er hat noch eine zweite Form? Aber ich sag euch ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, dass der wirklich so viel Leben hat. Mann, immer dieser zweite Angriff. Selbst Tanjiro macht so wenig Damage gerade. Muss ich mir auf jeden Fall angewöhnen, dass der das zweimal immer hintereinander macht. Okay.
So. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich vom S-Rang reicht, aber ich versuch's trotzdem gleich mal mit der Ulti zu beenden. Vielleicht könnte das noch was geben. Warten wir mal ab. So. Gleich sollte der fertig sein, dann ist der Kampf auch zu Ende. Jetzt. Ja, okay, das war natürlich grottig. Müssen wir nicht drüber reden, das war wirklich Katastrophe. Oh mein Gott, ey. Das war wirklich katastrophal. Oh mein Gott, ey. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach den Kampf offscreen, das ist, nee. Mein Gott, ey, was war das für eine Geburt? Ey, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde da dran gehangen. Meine Güte, ey. Dann haben wir auch noch jede Menge Sachen freigeschaltet. Aber es ist unglaublich, wirklich. Unglaublich. Jetzt dürfen wir das Ganze nochmal auf schwer machen. Und ja, wir werden aber das jetzt auf jeden Fall genauso machen wie bisher. Mit der Kombi am besten. Muss man mal noch gucken, weil ihr habt gerade ja kurz gesehen, dass ich auch in diesem Kampf gar kein Leben verloren hatte. Das dürfte jetzt beim nächsten Kampf hoffentlich genauso werden. Im Grunde darf ich mich eigentlich auch von nichts treffen lassen, weil der Schaden, den wir dann kassieren, der wird bösartig. Und ich bin auch nie besser als B-Rang vorhin gewesen. So, deswegen gehe ich hier gar kein Risiko ein. Ja, sag ich und... Ja, das war jetzt aber auch sehr assi. Das hätte ich jetzt niemals im Leben erwartet, dass der mit so einem Angriff um die Ecke kommt. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall in diesem Part nur jetzt bei diesen kleinen Sachen noch bleiben. Würde sich wahrscheinlich gar nicht lohnen, den nächsten Part anzufangen. Aber da wird Zeit auf jeden Fall der nächste auch kommen. Aber das ist auch krass, also wie der jetzt schon durchdreht, auch schwer. Unbelievable. Nächstes kann ich da aber nicht getroffen werden. Das ist eigentlich ziemlich nice, so von der Kombi, wie ich das jetzt hier angehe mittlerweile. Also das mit dem Wechseln, das habe ich vorher zum Beispiel auch gar nicht gemacht. Muss ich mal kurz hier. So, vielleicht habe ich vorhin auch einfach nur Pech gehabt. Und so werde ich jetzt den restlichen Kampf hier angehen. Drauf. Also so habe ich das im Grunde gerade auch gemacht. Ja, der dreht schon ein bisschen am Rad, habe ich das Gefühl. Okay, hier ist aber, glaube ich, die Zeit auch nicht primär. Also die Kalt sollte hier eigentlich egal sein. So, erste Phase beginnt. Also mittlerweile habe ich mir das auf jeden Fall hier auch angewöhnt. Sein ganzes Moveset. Das Einzige, was nur immer nervig wird, ist, wenn der in dem großen Areal angreift. Wenn er das macht,
Da muss ich halt immer rechtzeitig wegkommen. So. Und ich werde es jetzt auch so machen, dass wenn er mit seiner nächsten Phase vorbei ist, dann werde ich mit der Ulti das Ganze auch beenden. Halte ich gar nicht für so schlecht. Das hat vorhin auch eigentlich gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. So, und jetzt kommt auch die letzte Phase. Ich werde jetzt nochmal versuchen, gleich mit Tanjiro anzugreifen. Womöglich reicht dann gleich auch hier die Level 2 Ulti. Na, einmal noch. Ja, es reicht aus und gewonnen. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass auch hier der S-Rang drin ist. Ich wurde kaum erwischt und hab's mit der Ulti jetzt beendet. Und weg. Also besser konnte ich es jetzt kaum machen. Okay, ihr habt auch zumindest gesehen, dass ich das auf schwer jetzt auch beendet habe. Ich werde jetzt auch noch den S-Rang versuchen. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part, wenn wir dann mit Kapitel 7 weitermachen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.